Remember when love was all that mattered? I do. Remember how I used to make you love until it hurt. Now those memories fell like thorns on a patch. A rose I can no longer touch. You're just another scar placed on my heart. Drag us down and basically watched how we had drowned. And even though I know you're not the one, I'm gonna miss you. Broken, but I know I get over you. I'll try to focus on what's in front of me and not behind. What is life without the one you love the most? Who I am without you? You're just another scar placed on my heart. Drag us down and basically watched how we had drunk. And even though I know you're not the one, I'm gonna miss you. I'll be there for you. Call me when you're lonely. Dancing on the roof, it feels like rendezvous. You know what to do. Keep your love for me only. I get high on you, yeah you. Baby, kiss me hard, don't kill my vibe. All my feelings on.
Ihr habt gesehen, ich habe mein Wochenende mit Maria verbracht. So richtig vor der Kamera habe ich mich ja nicht gemeldet. Ich habe mich auch davor ewig nicht gemeldet, glaube ich. Auf jeden Fall war es lange her, wo ich mich so gemeldet habe. So lange habe ich lange nicht mehr so richtig die Kamera an die Hand genommen. Ja, aber ich hatte die Tage davor einfach überhaupt keinen Bock. So ist das halt. Gut, im Moment bin ich aber auch noch bei Vlogs von Ende August, glaube ich. Und wir haben jetzt schon wieder Ende September, also ja, ist das wahrscheinlich eh nicht so schlimm, dass ich im Moment weniger Vlogs zusammenbekomme. Einfach, weil ich ja noch relativ viel scheinbar im Vorrat habe, weil ich ja auch noch nicht so schnell durchkomme, also hinterherkomme so. Ja, und eigentlich wollte ich euch erzählen, dass ich im Moment relativ zufrieden bin mit meinen Haaren, denn ich war eigentlich jetzt die Woche über relativ zufrieden die ganze Zeit mit meinen Haaren. Meine Haare haben sich gut angefühlt und ich war eigentlich so, dass ich sagen konnte, wow, ich glaube, meine Haare gehen langsam wieder bergauf. Gut, ich habe auch lange nicht mehr gefärbt, wie ihr seht. Mein Ansatz ist schon schrecklich. Ich finde es selber auch schon nicht mehr schön. Ja. Aber wie auch immer. Ja, heute war ich dann eher wieder so semi-zufrieden mit meinen Haaren. Aber ich hatte heute Morgen, ich habe nämlich gestern dann eigentlich über, also voll oft nur noch einen Zopf gemacht mit meinen Haaren, obwohl ich die gestern richtig toll fand und die sich richtig gut angefühlt haben. Aber durch den Zopf hatte ich dann diese Kante in den Haaren. Irgendwie trotz diesen Invisi-Bobbles hatte ich halt trotzdem so eine Kante in den Haaren. Hatte ich früher irgendwie nie. Ich dachte immer, das funktioniert ganz gut. Scheinbar doch nicht so. Ja, und deswegen wollte ich heute Morgen das ein bisschen glätten, dass das halt, ne? Und dann habe ich zwischendurch meine Haare angefasst und sie haben sich wieder richtig kacke, also an manchen Stellen auf jeden Fall. Ansonsten fühlen sie sich relativ gut an. Ich habe auch nur oberflächlich geglättet, aber ansonsten an vielen, also an manchen paar Stellen, haben nicht an vielen, an nur ein paar Stellen haben sie sich dann, ja, leider scheiße angefühlt. Und dann war ich wieder so, und habe mir dann eigentlich die Haare wieder zusammengebunden, weil ich dann dachte, ah, nee. Ja, mein Wochenende, also, oder mein Freitag und mein Samstag mit Maria war echt schön. Es ist jetzt nur leider erstmal das letzte Mal, dass wir uns sehen. Also für eine Weile, weil wir wissen nicht, wann wir uns das nächste Mal wiedersehen. Und das ist irgendwie schade. Ich muss sagen, der Abschied war jetzt nicht weinerlich, aber es war leider auch gerade irgendwie total, das blöd gerade irgendwie alles. Aber weil ich auch einfach hoffe, dass wir, das ist ja, weil ich meine, es ist ja nicht für immer. Ich habe ja sowieso vor, zu ihr hochzufahren. Auf jeden Fall mal. Meine Eltern haben eh gesagt, dass sie da irgendwann nochmal dort in der Nähe irgendwie Urlaub machen wollen. Und dann könnte man ja sowieso mal dorthin fahren. Und wäre man bei ihr in der Nähe. Und dann würde ich sie ja sowieso sehen. Und ich habe auch gesagt, wenn sie dann ab und zu einfach mal nach Neubrandenburg fährt, um ihre Familie zu besuchen, dann habe ich gesagt, wenn es kein Problem wäre, würde ich dann halt auch immer dorthin fahren. Denn wenn sie da auch hinfährt, je nachdem, wie es halt zeitlich möglich ist, ob ich dann auch Zeit habe, aber die würde ich mir dann wahrscheinlich einfach nehmen. Außer ich bin gerade nicht in Deutschland oder weiß ich wie. Oder überhaupt nicht in Berlin oder keine Ahnung. Und würde dann einfach auch da hochfahren, damit wir uns dann halt einfach sehen, solange wie sie dann halt dort ist. Dann sieht sie halt quasi ihre Familie und ich sehe sie dann aber halt auch. Und dann sehen wir uns halt auch nochmal so. Und ich bin halt froh, dass wir in einer Zeit leben, wo wir die mobilen Geräte haben und Internets und so und man sich halt immer verbinden kann und das gar kein Problem ist und dass man halt viel schreiben kann und ja, ich hoffe einfach, dass man sich da nicht, weil es ja oftmals leider so ist, aus den Augen, aus dem Sinn, ich hoffe einfach, dass es nicht so ist, weil, ja, ich habe es bisher auch geschafft, mit all meinen anderen Freunden relativ gut noch den Kontakt zu halten. Zu vielen habe ich ja leider auch, also so zu meinen engsten Freunden habe ich zwar noch Kontakt, auch wenn es teilweise leider manchmal selten ist, weil jeder ja seine Sachen zu tun hat und man leider deswegen auch selten schreibt. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es vielleicht bei mir, Maria und mir anders wird. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, vielleicht, aber ich hoffe einfach, also es geht ja nicht darum, dass man sich ständig schreibt, aber es reicht schon, dass man überhaupt irgendwie Kontakt zueinander hat und dass das nicht komplett verloren geht. Ich habe auch gesagt, ich will sie auf jeden Fall nächstes Jahr zu meinem 20. Geburtstag einladen. Den feiere ich nächstes Jahr wahrscheinlich mit meinem Cousin zusammen, weil der wird 25 und
ja, wir haben immer relativ nah beieinander Geburtstag. Und dann habe ich gesagt, ich habe zwar genau auf dem Wochenende Geburtstag, da würde sich das natürlich eigentlich lohnen, da zu feiern, aber er hat halt in der Woche darauf Geburtstag irgendwie. Und dann würden wir gern an dem Samstag dann von dem Wochenende da quasi dann feiern, irgendwie so. Ja, und dann würden wir uns halt nämlich zusammen was mieten, dann können wir uns nämlich das Geld teilen. Ja, dann hätte ich sie auf jeden Fall sehr, sehr gerne dabei. Aber mal gucken, wie das halt alles so klappt, ne? Aber ich bin da relativ zuversichtlich und möchte nicht den Teufel an die Wand malen. Und ja, meine Mutter und ihre beste Freundin haben mir heute wieder Haare gefärbt. Rein theoretisch wäre ich ja heute auch dran gewesen. Quasi heute wäre das dunkle Blond dran gekommen, das heißt in die kompletten Haare. Aber ich wusste ja, dass ich mit Maria unterwegs bin, aber es stört mich auch gerade nicht so. Wenn meine Mutter morgen Lust hat, würden wir es wahrscheinlich morgen machen. Wenn nicht, ist das auch egal. Ich muss sagen, im Moment ist mir das erstmal egal. Ich weiß auch leider eh noch nicht, wie ich das mit den Komparsen-Ding mache, weil ich ja quasi eigentlich blond bin. Ich bin ja dann auch immer noch blond, nur dass ich dann dunkelblond bin. Und auf den Bildern bin ich halt noch hellblond dann. Ich müsste gucken. Ich hoffe, die würden das dann nicht als schlimm empfinden, wenn ich dann plötzlich eine dunklere Haarfarbe habe. Aber dadurch, dass ich als Komparse ja eben immer nur ein Mensch bin, der im Hintergrund rumläuft, ist es, glaube ich, nicht so wichtig, ob ich blond bin oder brünett, weil die haben ja dort auch, oder dunkelblond ist ja auch eigentlich egal, weil die haben ja dort im Hintergrund auch Leute rumzulaufen, die entweder blond oder brünett oder dunkelblond oder was auch immer sind. Also das ist halt, hoffe ich, dann nicht so das Problem, denke ich mal, dadurch, dass ich ja nicht so ein wichtiger Act quasi bin. Aber es war auf jeden Fall echt schön, wie gesagt, das Wochenende mit Maria. Ich genieße es einfach immer, die Zeit mit ihr zu verbringen, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich in ihr eine richtig gute Freundin gefunden habe. Da muss man sich auch nicht vor dem anderen schämen und man kann über alles reden. Und ich finde, so eine Freundschaften sind einfach super wichtig, wo du nicht drüber nachdenken musst, was du sagst, weil der andere das versteht und dir nicht alles Vorwurf, das, was du sagst, oder dir immer sagt, wie scheiße doch das ist, was du sagst, und ja, der nicht die ganze Zeit unzufrieden ist mit dem, was du sagst. Klar haben wir auch in gewissen Dingen unterschiedliche Meinungen, aber dann ist das halt so. Jeder hat halt nun mal seine eigene Meinung und dann ist das so. Zum Beispiel auch, was Klamotten angeht. Gibt es so Sachen, das ist ihr Style, was ich zum Beispiel nicht tragen würde, oder auch andersrum. Da ist zum Beispiel auch, wir sind, glaube ich, was Klamotten angeht, teilweise haben wir so Sachen, wo wir sagen, ja, das gefällt zum Beispiel uns beiden. Und dann gibt es auch wieder Sachen, wo ich sage, oh, das ist voll geil und das ist voll meins. Und dann würde sie aber wieder sagen, oh nee, ihr ist es überhaupt nicht. Also das hatten wir heute, wo wir so ein bisschen shoppen waren. Ausbeute war jetzt nicht so krass, aber wie auch immer. Dafür kamen heute so viele Sachen, die ich mir im Internet bestellt habe. H&M kam, BH Cosmetics und was von Amazon. Ja, naja, wie auch immer. Und ja, wo wir dann halt auch so Klamotten durchgeguckt haben, da gab es ja dann auch so Sachen, wo sie dann auch gesagt hat, nee, ist nicht so mein Style, lalala. Und dann, ja, hier, guck mal, dann hat sie so Sachen gefunden, wo sie halt, das wäre doch was für dich, das wäre dein Style. Weil man weiß halt schon, wieso der Style des anderen ist. Und es ist eigentlich, also es ist echt eine schöne Freundschaft, definitiv. Und ja, aber wie gesagt, ich bin froh über die heutige Technik und dass man sich immer kontaktieren kann und immer miteinander quatschen kann. Sei es telefonisch halt eben, wie gesagt, anrufen oder über WhatsApp schreiben oder was weiß ich. Ja. Ich bin jetzt schon irgendwie ein bisschen traurig. Was heißt ein bisschen? Ich bin irgendwie sehr traurig, aber ich will eigentlich gar nicht traurig sein, weil ich mir denke, man ist ja, wie gesagt, nicht aus der Welt und man bleibt ja trotzdem in Kontakt und ja, es ist nur alles nicht so einfach. Ja, vielleicht melde ich mich morgen nochmal, ich weiß es nicht. Wenn ich morgen keinen Bock habe, dann melde ich mich vielleicht im Laufe der nächsten Woche nochmal. Ich habe jetzt im Moment keine Ahnung, weil ich nicht weiß, ob ich morgen Bock habe, mich zu melden. Es gibt auf jeden Fall nochmal einen Grund, warum ich mich nochmal bei euch melden will, weil ich will euch... ich weiß nicht, hatte ich das gesagt? Ich hatte ein Paket von BH Cosmetics bekommen und ich habe das schon aufgemacht. Und sonst mache ich ja die Pakete von BH Cosmetics immer vor der Kamera auf. Mache ich jetzt so nicht. Aber ich würde gerne noch mal was zu den Produkten hier jetzt sagen. Das mache ich ja sonst in meinen Vlogs auch. Ja. Gut, ich rede schon wieder zu viel, aber ich musste das gerade irgendwie loswerden, weil ich lange nicht mehr so in die Kamera gequatscht habe. Also lange nicht mehr wahrscheinlich. Aber ja. Ich bin jetzt übrigens soweit, ich nehme ja im Moment jetzt immer den Shake jeden Tag. Also ich habe jetzt die erste Woche hinter mir. Ich habe von letzte Woche Samstag bis diesen Samstag quasi, also ich habe bis diesen Freitag, habe ich quasi
den Shake für eine Mahlzeit ersetzt. Und jetzt ab diesem Samstag, quasi ab heute, ersetze ich den Shake für zwei Mahlzeiten und nehme nur eine zu mir. Ja, ich muss ehrlich zugeben, ich habe letzte Woche kaum Shake getrunken, aber weil ich einfach Frühstück komplett einfach ausgelassen habe und habe dann einfach gar nichts gegessen und habe dann wirklich nur zwei Mahlzeiten gegessen. Und dann, wenn ich die Woche jetzt dann geschafft habe, also ich hoffe, das reicht alles, also ich denke mal, und ich sollte dann noch relativ viel übrig haben, dann würde ich das gern für alle drei Mahlzeiten ersetzen. Und wenn es dann aber alle ist, dann lasse ich es dann auch erstmal wieder. Ich will erstmal gucken, wie das jetzt hier überhaupt so läuft. Weil die Sache ist, wenn es, glaube ich, alle ist, möchte ich mir das nicht nochmal kaufen, weil das schon nicht günstig ist. Und ich will das jetzt natürlich so durchziehen, bis es alle ist, damit es halt auch nicht rumsteht und einstaubt. Ja, mal gucken, wie weit ich das jetzt so alles durchziehen kann. Dadurch, dass ich im Moment ein relativ entspanntes Leben habe, funktioniert das wahrscheinlich auch alles einfacher. Aber es nervt mich trotzdem, mein Leben im Moment so, deswegen, ja. Einerseits bin ich so glücklich wie schon lange nicht mehr, oder zumindest seit die letzten drei Jahre auf jeden Fall nicht mehr. Das ist einerseits, und andererseits bin ich irgendwie total unzufrieden. Deswegen, aber ich bin wahrscheinlich überwiegend unzufrieden, weil es einfach davon ausgeht, so in der Gesellschaft ist das so und so, alle anderen erwarten von dir, dass das so und so läuft, und es kommt ja jeden Tag, oder nicht jeden Tag, aber oft die Frage, und wenn man mal wieder irgendjemanden trifft, und wie sieht es bei dir aus, was machst du im Moment und lalala. Und das ist dann das, wo man dann dieses mega schlechte Gewissen bekommt. Und ich kann mir auch nicht selber dann einreden, oh, ist so alles toll. Ich muss sagen, wenn ich diese Frage nicht bekomme, habe ich das Gefühl, mein Leben ist so geil wie nie. Aber ich weiß nicht, es ist einfach super kompliziert. Weil ich muss sagen, ich habe so viel Zeit für YouTube wie schon lange nicht mehr. Und im Moment bin ich total kreativ und lebe irgendwie meine Kreativität aus. Ich habe so viele Hauptvideos jetzt schon vorgedreht. So viel habe ich schon lange nicht mehr vorgedreht. Also ich bin einfach, ich weiß nicht, im Moment, weil ich auch einfach die Zeit dazu habe, ne? Naja, gut, ich wollte gar nicht so viel reden, sorry. Ja.